Hallo zurück bei Civilization 1, der Chariot Challenge mit mir, Jakob. Ich bin hier mit meinem Streitwagen immer noch in der von mir besetzten Stadt Simbabwe. Diese Stadt, ja, gehört jetzt mir. Allerdings daran, dass hier jetzt gerade keine Levelzahl zu sehen ist von der Stadt, es wäre Level 1, seht ihr, okay, die Stadt ist aufständisch, da ist irgendwie eine, Moment, ich kann mal rausgehen aus der Stadt, da ist eine Gestalt in Lederjacke oder was auch immer zu sehen. Das heißt, da findet jetzt gerade ein Aufstand statt. Ich werde noch mal gerade einen Zug lang in der Stadt bleiben, damit sich da die Aufregung etwas legt. Was gleich der Fall sein dürfte. Ich darf meinen Palast vergrößern. Ich werde das mal gerade alles ein bisschen optisch ähnlich halten. Wobei ein bisschen komisch, dass ich hier die mitteleuropäische Variante wähle. Ah ja, Order restored in Simbabwe, das heißt, jetzt ist da auch wieder Frieden eingekehrt. Ich sollte hier eigentlich, glaube ich, bei meinem Palast die eher orientalisch anmutende Variante nehmen und nicht diese europäisch anmutende. Aber egal, ich kann auch immer noch was anderes draufsetzen. So, auch hier finde ich eine kleine Stadt in der Hütte, die mir wohlgesonnen ist, weswegen ich hier direkt meine Macht noch vergrößern kann. Ich baue auch hier eine Phalanx. Und frage mich, was jetzt kommt. Denn die Geschichte ist die, ich habe die Ägypter in die Knie gezwungen, ich habe die Russen in die Knie gezwungen, ich habe die Engländer in die Knie gezwungen und ich habe die Zulus in die Knie gezwungen. Und im Prinzip, jetzt ausgehend von dem, was ich weiß über die verschiedenen Völker und wo sie spawnen können auf der Welt, ist es im Prinzip erstmal gegessen. Also es könnte immer sein, dass in Gebieten, die ich hier schon erforscht habe oder auch welche, die ich hier noch nicht erforscht habe auf dem eurasischen Kontinent, mit Afrika auch noch, dass da sich auch noch Völker verbergen. Aber wahrscheinlicher ist es, dass sie sich in Amerika oder in Australien tummeln. Das bedeutet, ich sollte relativ bald mal daran denken, ein Schiff zu bauen, wo ich dann meinen Streitwagen drauf platzieren kann. Das heißt, ich werde erstmal wieder das verlassen, die Stadt Simbabwe, wobei ich stocke jetzt ein wenig, weil Simbabwe, glaube ich, eine Küstenstadt ist. Und in Küstenstädten, ja, das ist eine Küstenstadt. In Küstenstädten kann man nämlich Schiffe bauen, wenn man die entsprechenden Technologien erforscht hat. Das bedeutet, ich könnte im Prinzip direkt hier bleiben mit meinem Streitwagen. Die Sache ist bloß die, dass ich, wenn ich das hier jetzt so durchgucke, noch nichts erfunden habe, womit man Schiffe bauen kann. Aber ich werde trotzdem mal direkt zurückkehren mit dem Streitwagen und von da aus dann gleich in See stechen, sobald ich dort ein Schiff bauen kann und das Schiff dann auch gebaut habe. Erforsche noch so ein bisschen die Gegend hier ringsrum. Ja. Also schrecklich spannend wird diese Episode wahrscheinlich nicht werden. Sehr viele Kämpfe wird es hier nicht geben. Jetzt habe ich den Streitwagen erstmal deaktiviert. Aber ich kann das jetzt hier ein bisschen weiter erforschen, um dann ein bisschen Gewissheit darüber zu haben, ob denn hier sich nicht noch andere Völker verbergen. So, in der Zwischenzeit, genau, hier werden ein paar Phalanxen fertig, kann ich erstmal die Sachen bauen, die hier dann so anfallen. Bin gerade unsicher, was ich überhaupt erforsche derzeit. Das ist mein kleiner Bildschirm, der mir das sagt. Okay, ich erforsche gerade Astronomie. Ja, das ist so zu zwei Dritteln durch oder sowas. Und danach werde ich gucken, dass ich Karten erfinde, also eben geografische Karten. Und damit dann auch hier Schiffe bauen kann. Gut, dies ist ein Kornspeicher in Delhi. Wir haben hier das gerade schon aufpoppen sehen. Diese blaue Einheit, das kann jetzt nur eine französische Einheit sein. Wir haben die Deutschen beseitigt und irgendwo anders sind jetzt die Franzosen gespawnt. Das heißt, unter Umständen wäre es jetzt erstmal opportun, mit dem Streitwagen nach den Franzosen zu suchen, statt in See zu stechen und auf einem anderen Kontinent weiterzukämpfen mit meinem einzelnen Streitwagen. Okay, hier baue ich mal einen Marktplatz.
Das heißt, ich werde den Streitwagen hier wieder aktivieren, der in Simbabwe auf das Schiff gewartet hat und mit dem den langen Weg nach Hause wieder antreten. Okay, wir haben die Franzosen und in späteren Spielen ist es häufiger mal Jeanne d'Arc gewesen, die dort als Anführerin auftaucht. Aber in diesem ersten Spiel, da war es der Kleine. Da war es Napoleon, der bewiesenermaßen ja gar nicht so klein gewesen ist. Er ist direkt so verzweifelt, dass er mir seinen ganzen Staatsschatz bestehend aus 0 Gold anbietet und all sein Wissen. Ich würde sagen, ja, meinetwegen. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er mit vollen Taschen zu mir kommt, aber das hat dann zumindest dazu geführt, dass er seine Einheit hier aus meinem Umkreis schon mal entfernt hat. Da bin ich auch ganz froh und glücklich drum, denn sonst würde er mir dort Ressourcen abspenstig machen. Gut, ja, hier ist jetzt erstmals der Fall aufgetaucht, dass in der Hütte sich Barbaren verschanzt haben und ich hoffe, dass die gleich mein Pferdchen in Ruhe lassen. Ihr seht, jetzt habe ich hier einen etwas gemischten Palast schon gemacht. An der Stelle, wo dort 5 ist, habe ich ein eher orientalisches Element hingebaut und ich kann auch da das Mittelelement 4, kann ich auch immer noch zu einem orientalischen ausbauen. Und jetzt sieht das Ganze dann doch schon ein bisschen mehr nach Taj Mahal aus oder so. Gut, und auch die Barbareneinheit ist beseitigt. Gut, dann weiter mit dem Streitwagen. Autosave. Ich befinde mich immer noch hier im Jahr 2000 vor Christus, ne? Also nur, um das mal gerade zu rücken. So, dies sind die ganzen Zivilisationen, die es gibt. Auf höheren Schwierigkeitsgraden wird mir dann nur noch meine eigene Position angezeigt in dieser Hitliste der reichsten Zivilisationen. Ja, da würde dann nur noch auf 1 dann eben die Inder stehen. So, bei diesem einfachsten Schwierigkeitsgrad weiß ich eben, okay, es gibt Amerikaner und Azteken und Babylonier und Franzosen und Römer. Was auch ganz logisch ist, die Amerikaner waren eben von Anfang an im Spiel, die Azteken sind die Nachfolgezivilisation der Ägypter, was das historisch auch immer für einen Sinn macht. Die Babylonier sind die Nachfolgezivilisation der Zulus. Na, habt ihr ja vorhin gesehen, die sind grün. Die Franzosen sind eben die Nachfolger der Deutschen und die Römer sind die Nachfolger der Russen. Gut, dann weiß ich also schon, ich bin der Reichste, aber davon war ich eh ausgegangen, weil es mich auch einfach relativ lang schon gibt und ich auch überall schon Geld immer abgezogen habe und so. Gut, jetzt habe ich Astronomie erforscht. Auch da kann ich jetzt wieder ein Weltwunder mitbauen und so. Es muss, finde ich, jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, was ich hier gerade Lustiges mache, weil, ja, wisst ihr ja, alles, was ich tue, ist mit dem Streitwagen rumzukloppen. Insofern ist der Rest gar nicht so wichtig. Zumal viele von euch werden eben auch schon reichlich Civilization gespielt haben und ich denke, dass sehr viele Spielmechanismen schon seit dem ersten Teil in relativ unveränderter Form vorhanden sind. Mit anderen Worten, viele von euch werden, denke ich mal, direkt erkennen, was ich hier überhaupt mache. Gut, Bombay mit seinen Zelten hat einen Kornspeicher und ihr baut jetzt die Pyramiden. Weil, warum nicht? Die Pyramiden von Bombay kennt doch jeder. Übrigens, Bombay heißt jetzt Mumbai, aber das nur mal so angemerkt. So, hier gibt es neue Siedler und ihr baut Kornspeicher habt ihr schon, ne? Okay, dann baut ihr jetzt eben einfach die hängenden Gärten, was auch ein weiteres Weltwunder ist, was einfach schön viel Zeit in Anspruch nimmt. So, und ihr baut eine neue Stadt und das nach Möglichkeit hier so. Auch da bin ich relativ wahllos. Auch beim Ausbau meiner Städte bin ich relativ wahllos. Es ist alles ein relativ wahlloses Spiel. Hauptsache, ich komme mit meinem Streitwagen durch. So, die Vorausläufer des Himalaya werde ich mal umgehen. In Bergen ist man nämlich immer langsamer unterwegs. So, Delhi hat einen Marktplatz. Neues Weltwunder bitte bauen.
So, also die französische Miliz, die kam hierher, also sie wird schätzungsweise irgendwo in diesem Bereich sein, wenn die gespawnt sind, wo ich schon mal Nachforschung gemacht habe, wo ich die Karte im Prinzip kenne. Dann kann es eben sein, dass sie trotzdem dort gespawnt sind, wo ich sie jetzt nicht sehen kann, aber wo ich im Prinzip das Land kenne. Das war jetzt besonders gut erklärt. Okay, 6 Lehmhütten in Kalkutta. Das sieht heutzutage auch anders aus, fragt man Mutter Teresa. So. Ah, okay, prima. Das ging sehr viel schneller, als ich dachte. Ich habe direkt Paris gefunden. Logischerweise die Hauptstadt der Franzosen. Und ich bezweifle, dass sie jetzt schon eine zweite Stadt gebaut haben. Wobei einen Moment lang gibt es sie schon. Aber egal, ich will erstmal gucken, ob ich überhaupt die erste Stadt einnehmen kann. Und das werde ich natürlich mit meinem Streitwagen tun. In Klammern, Let's Play kann zu Ende sein. Let's Play ist nicht zu Ende. Let's Play ist nicht zu Ende. Okay, prima. Paris ist dezimiert und verteidigungslos. Wahrscheinlich im nächsten Zug, wie ich den Laden so kenne, aber auch wieder mit Verteidigung. Macht dann allerdings mir auch relativ wenig, hoffe ich. Da wird mein Streitwagen schon durchkommen. Nein, es ist verteidigungslos. Es sind ja Franzosen. Ach du Scheiße, diesen Witz muss ich rausschneiden. So, und Paris fällt den Indern zum Opfer. Und damit sind die Franzosen beseitigt. Und das war's mit der blauen Farbe. Es wird jetzt nicht noch eine weitere Zivilisation aufploppen, die blau als Farbe hat. So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, ich werde mit dem Streitwagen nicht mehr ganz zurückgehen bis Simbabwe, sondern werde dann nach Bombay gehen. Na, wobei Bombay hat keine so große Produktion. Okay, ich werde nach Madras gehen mit diesem Streitwagen. Madras ist eine Hafenstadt und mit Madras, in Madras werde ich dann ein Schiff bauen können, wo ich den Streitwagen dann reinsetzen kann. Ich habe auch direkt gleich das Kartenmachen erfunden. Und auch hierzu wieder ein schöner erklärender Text. Ich habe mir die alle mal durchgelesen. Die sind schon gar nicht so schlecht. Sie sind natürlich grob verkürzt, aber ja. Und hier haben wir eben die Trireme, wo ich im Geschichtsunterricht gelernt habe, die heißt Triere, aber ich werde sie mal einfach Trireme nennen. Mit der Trireme können wir eben zur See fahren, allerdings auch nur begrenzt. Guck mal, ich konnte noch nicht mal schreiben. Jetzt erfinde ich erst das Schreiben. Allerdings auch nur begrenzt zur See fahren, denn wir müssen immer in Küstennähe am Ende eines Zuges uns befinden, sonst geht die Trireme unter. Und ja, das kann ein bisschen nervig sein, aber im Prinzip haben wir hier genug Landmasse, um uns so entlang zu hangeln und dann schon den richtigen Punkt zu finden. Achso, ich könnte hier die Produktion in Madras ja auch schon mal auf Trireme umstellen. Dauert 8 Züge. Ich kann das Ganze aber noch ein bisschen beschleunigen, indem ich hier noch ein Produktionsschild hinzufüge. Und dann geht es auch schon gleich los. Auch hier gibt es Barbaren drin. Ich hoffe, dass meine Kavallerie damit wieder klarkommt. Okay. Streitwagen nach Madras rein und verschiffungsfertig machen. Oh, das war es jetzt tatsächlich mit meiner Kavallerieeinheit. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich werde gleich nochmal irgendwie eine zweite Einheit bauen, mit der ich dann die Weltkarte weiter erforschen werde, denn sonst werden wir hier ewig mit schwarzen Flecken in der Landschaft dann leben müssen. Das ist ein bisschen doof. Kann ich ja im Prinzip hier machen. So, diese Barbaren werden sich jetzt allerdings auch nicht umgehend auflösen. Das heißt, die werden jetzt vielleicht gleich noch in Delhi oder Bombay dann angreifen. Aber ich denke, dass meine Phalanxen damit dann schon werden umgehen können. Gut, nächste Stadt werde ich, glaube ich, hier hinsetzen. Und auch hier ist eine Dings fertig, eine Phalanx. Das heißt, hier können auch Siedler gebaut werden. Und Delhi übersteht den ersten Angriff. Ja.
Doch den zweiten. Na toll, der Siedler ist von sich aus da reingegangen und ist jetzt von Barbaren umzingelt. Ich hoffe, dass. Ja, okay, die Siedler haben dran glauben müssen. Ganz prima, dann darf ich gleich noch mehr Siedler bauen. Bangalore und Kalkutta sind jetzt auch von Barbaren bedroht. Naja. Gut, da ist meine Trireme fertig. Mit dem Streitwagen jetzt schon im Gepäck. Ich werde hier noch gerade die Produktion umstellen. Der Leuchtturm bringt, dass ich meine Schiffe dann ein Feld weiter bewegen kann. Achso, ich speichere jetzt schon, bevor ich die Folge überhaupt beendet habe. Werde allerdings an dieser Stelle auch die Folge beenden und in der nächsten Folge in See stechen und zu neuen Kontinenten reisen. Bis dahin, ciao.